Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 12. Ja, heute, together. Ja, genau, together. Nicht nur mit mir alleine, sondern auch mit... Ja, mit mir, ich bin der Henning. Und ja, wir spielen zusammen FIFA 12. Genau. Und zwar, bei welchen Spielmodi? Ja, erstmal jetzt zum Spiel. Ja, FIFA 12 kennen bestimmt einige. Ja, ist ein Fußballspiel, wie ihr hier seht. Sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht mehr das aktuellste, weil es gibt jetzt neuerdings schon wieder das FIFA 13. Aber ist trotzdem im Prinzip fast das Beste. Ja, also Qualität ist super, alles perfetto. Und ja, jetzt sehen wir hier noch ein schönes Video. Und das können wir aber eigentlich auch abbrechen, oder? Genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir werden immer zusammen spielen in einem Team. Genau, weil wir finden das witziger, weil wenn wir gegeneinander spielen würden, dann wären die Ergebnisse ein bisschen eindeutig. Also ja, da es ja nicht mein Spiel ist und ich bin halt ein bisschen ungeübter und von dem her würde dann Henning immer gewinnen und das müsste. So, also hier seht ihr schon das ganz normale Menü, falls ihr FIFA kennt, ist ein bisschen normal. Also dann gehen wir mal auf Spielmodi. Turniere. Neues Turnier. Genau. Wir werden so eine Art Bundesliga spielen, oder? Ja, nicht eine Art. Ich würde sagen Bundesliga, oder? Ja, klar doch. Erste Bundesliga. Genau. Yep. So, mit was spielen wir denn? Das meinte ich mit so einer Art, weil da... Ach so, egal. Wir werden mit... Mit was spielen wir? Mit Dortmund? Mit Stuttgart? Ja. Stuttgart, Heimat. Dortmund? Ja. Dortmund? Ich wäre vielleicht schon für Stuttgart. Okay, dann spielen wir mit Stuttgart. Genau. Denn wir sind ja auch... Ja, man wir wohnen sagen, in Stuttgart. Kirchheim, also falls ihr es kennt, ist in der Nähe von Stuttgart. Ja. Muss man jetzt nicht kennen. Also Baden-Württemberg halt. Ja. Und wir halten zu unserem Verein. Also hier haben wir schon hier ein paar Tests gemacht, seht ihr ein bisschen. Oh ja. Ja, wie nennen wir das jetzt? Schwer. Was habe ich gemacht? Du hast anscheinend Turnier 1 genommen. Oh, egal. Ist jetzt schlimm. Lass mal einfach mal so. Schlimm, oder? Nee. Also hier können wir halt alles einstellen, Einstellungen. Ja, es passt alles, würde ich sagen. Ja, das lassen wir mal so. Und, Zurück, wir fangen eigentlich gleich mal an mit dem ersten Spiel, oder? Genau. Ja, und wir haben uns überlegt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls wir über irgendein Thema diskutieren können. Also, weil im Moment können wir eigentlich nur über das Spiel reden. Ja. Also so zum Beispiel schöner Schuss oder sowas. Was ja häufig vorkommen wird. Genau. Nein. Doch. Ja, doch. Nee, nicht. So. Genau. Und, ja... Also ihr könnt gerne Themenvorschläge, die wir dann ausdappen, bis sie ausgedappt sind. Platz sind. Ja, also halt die wir dann diskutieren und. Genau, und wir haben uns entschlossen, ein Special-Video zu machen. Genau. Und dazu erklärt jetzt noch Sebastian ein bisschen was. Genau, denn in diesem Special-Video werden einfach Szenen gezeigt aus anderen Spielen, die nicht unbedingt im Let's Play vorgekommen sind. Wo einfach lustige Szenen sind, wo zum Beispiel irgendein bestimmter spektakulärer Schuss gelungen ist oder ein komisches Foul oder halt lauter lustige Dinge, die wir dann einfach zeigen. Genau, und die kann man mit einer besonderen FIFA-Funktion hier, kann man die aufnehmen und kann das Ganze speichern und das werden wir in einem Special Movie dann euch repräsentieren. Genau. Ist das gut so? Ja, oder? Ich denke schon. Gut. Ja, hier nochmal die Aufstellung. Die also, was bin ich eigentlich für eine Farbe? Dann mal los. Ich bin rot. Also ja. der Henning ist rot, hier, das bin ich. Und der Sebastian, der neben mir, der ist blau, nur damit keine Verwechslungen entstehen. Genau. Also falls ihr jetzt denkt, falls ihr nochmal irgendwie wissen wollt, ja, wer ist was, einfach nochmal in den Kommentaren fragen oder einfach nochmal gucken. Huhu. Und da haben wir schon das erste Tor. Sehr jetzt schön. Guck dir meinen Jubel an. Mein Jubel. Meine Hand so gemacht. Sehr schön. Schön, Alter, wie gut sind wir? Sollen wir mal Gegner ein bisschen hochdrehen? Ja, eigentlich beim schon. Beim nächsten Spiel war ich ja schon ein bisschen was. Mal gucken. Guck mal, erste Minute schon ein Tor. Nee, dritte Minute, okay. Also erste Minute in echt, aber dritte Minute im Spiel. Oh, das so. Ja, also, das Spiel ist sehr, sehr cool. Ich habe die Grafikeinstellung gerade noch auf der niedrigsten Stufe, weil mein Laptop packt das jetzt einfach nicht. Ja. Ist nicht möglich. Aber ich finde, es sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Ja. Muss man da ist ja eben auch die FIFA 12 ist. Und er hätte auch abpassen können. Nein. Du hast vorher ein Tor gemacht, das bin ich. Ja, weil ich immer abwechseln. Hast vollkommen recht.
Exakt, also den trifft er natürlich überhaupt nicht richtig, schon angesprochen von dir, Mané. Auch immer faszinierend, diese Kommentatoren. Ja. Ja, das ist der Hammer. Ja, die labern so einen Scheiß. Teilweise. Schieß. Deshalb war es auch nur so schwach geschossen. Aber übelst abseits. Ja. So, jetzt geht schon der Gesprächsstoff aus. Genau, merkt ihr sicher. Was können wir reden über? Sollen wir über Lehrer reden? Oder über Schule? Nein, ich will da Ablech dran. Okay, dann halt. Über irgendein witziges Thema, würde ich sagen. Genau. Aber was ist denn witzig? Wir mein Leben. Ja so das war zum Beispiel auch wieder so eine lustige Szene gerade. Wir können uns ja so ein Witzebuch ausleihen wie Kronk und dann können wir uns gegenseitig dumme Witze vorlesen. Aber wir könnten jetzt auch theoretisch so einfach ein paar dumme Witze erzählen, aber hat es halt auch nicht so was ganz mit Mülltonne und was hat eine Mülltonne und ein Chinese gemeinsam? Beide haben einen gelben Sack. Und ein sehr, naja. Nichts gegen Chinesen, gell? Genau. Nee, über was können wir denn reden, Alter? Wir könnten... Yo, man, digga, Alter. Oh, fuck. Ansturm, muss man sofort hier... Guck, schon wieder so eine komische Szene. Also, da ist irgendwie der Wurm drin. Also, vielleicht seht ihr es nachher mal, wenn wir irgendwann mal kurz eine Szene speichern. Nicht wundern, das wird dann alles für ein witziges Special-Movie gespeichert. Genau. Und Befreiungsschluss. Ja, das war, ja. Das war Befreiung. Die pure Befreiung. Ja. Keine Ahnung. Ja. Er ist Achtung. Achtung. Boah, hat er sich selber zugepasst. Ich glaube. Jubel. Bam. Geil. Sehr schön. Ja, 2-0. Also, wir drehen nachher beim nächsten Spiel mal ein bisschen die Schwierigkeit hoch, weil das ist echt zu lasch. Ja. Das haben wir nicht gewusst, dass wir jetzt wirklich so gut sind. Weil, also bei den Testvideos, wir haben ja so ein bisschen getestet, wie es ist mit dem Dickstory-Aufnahmeprogramm und so. Und da haben wir meistens 1-0 geführt, aber dann haben wir doch noch ein Tor kassiert. Aber und jetzt teilweise ging dann das Spiel auch unentschieden aus, beziehungsweise wir haben verloren. Ja. Es lag vielleicht auch an der Uhrzeit, weil wir nehmen jetzt gerade mittags auf und... Ja, spät nachmittags. Ja. Oh. Oder wie viel haben wir denn? Warte, ich guck mal kurz. Ja. Ich verliere so lange schon meine Beine. Ja, okay, 5:30. Letztes Mal war es immer so um 8, 9 rum, ja. War es auch nicht spät, das eigentlich. Naja. Ja. Egal. Wir haben ja eh gerade Wochenende schon gemerkt. Au. Alter, der Schuss war gut. Ja. Schön draufgezogen. Das war knapp. Ich deck mal den Typ hier vorne. Also wie gesagt, wie gesagt, Henning in Rot. Also mit rotem Pfeil über dem Schädel. Und ich halt in Blau. Ja, Loserfarbe halt, ne? So wie Schalke. Ich grätsch dich gleich. Mich? Du willst mich grätschen? Ja, das kann ich. Bäm! Nein! Alter, jetzt habt ihr nicht gemerkt. Ich wollte gerade sagen, jetzt habt ihr gemerkt, wie unsere Controller vibriert haben. Das merkt ihr natürlich nicht. Aber das ist so beim FIFA, das ist sehr, sehr cool. Also wir spielen auf dem Laptop mit Xbox-Controllern. Genau. Und da, wenn man am Pfosten der Latte schießt, dann fangen die plötzlich an zu vibrieren. Sorry, sehr, wollte ich das gerade überspielen. Sehr, sehr cooler Effekt, finde ich. Jo. Muss man echt zustimmen, nicht? Super. Das war unglaublich gut. So was Schönes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also was Gesprächsthema, komm, überleg dir was. Ich überlege okay, mal was. Bankraub. Fällt mir gerade ein, wo ich heute Mittag Batman gesehen habe. Welchen? Den zweiten. Genau. Das ist der erste. Der Dark Knight. Nein, das war Batman Begins. The Dark Knight war der zweite und der dritte war The Dark Knight Rises. So it is. Ja, entschuldigung. Hang zum Englischen. Ja, also der ist sehr, sehr cool, der Batman. Muss man sagen, sind alle cool. Ja, den zweiten Teil habe ich jetzt schon so ein dritten Mal gesehen. Aber immer noch gut. Ja. Immer noch. Ja, also zum Thema Banküberfälle fällt mir ein, ich möchte nicht in so einer Situation stecken. Warum nicht? Also wenn der Bank. Alter! Ich möchte nicht so ein Typ sein. Also ich möchte niemals bei einem Banküberfall beteiligt sein. Also so als. Ja. Also wenn ich da gerade so abhebe, Geld, dass dann plötzlich so ein Typ in der Knarre kommt und dann ja in die Bank ausrauben will. Ja. Also ich hätte da schon sehr, sehr, sehr Schiss. Ja, hast recht. Ich glaube, das hätte jeder, aber ich glaube, das ist auch einfach normal, dass man in so einer Situation Angst hat. Genau. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Hört man ein bisschen. Ja. Ja.
Boah, ich habe schon seit ungefähr 29 Stunden nicht mehr geschlafen. War halt bei einer Übernachtungsparty und haben da keine Sekunde geschlafen. Eine Sekunde bestimmt. Und das kaufe ich dir jetzt nicht ab. Mal gucken. Nur mal überlegen. Oh, jetzt habe ich dich gerade ein bisschen angeditscht. Hui. Boah. Er hat sich gerade gefreut, weil er mal einen Ball abgenommen hat. Ja, ich bin halt nicht so ganz erfahren in dem Spiel. Oh. Voll drauf gelangt gerade. Oben, oben links, oben links, oben links. Oben. Tor! Oben hast du gesagt. Guck mal, Torjubel. Mal den Tipp von mir. Hast du gesehen? Backflip aus dem Stand. Ich meine gesehen. Mein Tipp da oben. Ich meine gesehen. Ich meine gesehen. War schön, war schön. Nice, gell? X und B. Ausgetrickst, der arme Kerl, der Torwart. Oh, das tut mir voll leid. Nein, tut guck mal, wir führen schon 3-0. Ja. Ja, wir werden auch jede Halbzeit einen neuen Part beginnen. Denke ich jetzt mal. Machen wir? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir können ja mal gucken. Mal gucken. Ja, wir würden es gucken. Gut, Frage. Wenn wir so eine Brochen haben, können wir es nicht. Wir hätten eventuell vorhin auf die Uhr gucken sollen, aber... Wieso? Ja, damit wir mal sehen, wie lange wir aufnehmen. Ja, jetzt nehmen wir, ich weiß nicht. Ja, du hast wahrscheinlich vielleicht wieder auf die Uhr geguckt. Ja, wie lange ist schon eine Halbzeit? Eine Halbzeit ist 6 Minuten. Ja, dann schon so 7-8 Minuten, weil wir haben am Anfang geredet. Also eine Folge oder zwei? Also eine Halbzeit oder zwei? Mach mal eine Halbzeit komplett, oder? Also ein ganzes Spiel oder was? Hä? Jetzt? Nee, hä? Moment. Also eine Halbzeit nehmen wir mal auf. Oder wie? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich auch nicht. Ja, wir können ja gucken, also wir nehmen jetzt mal eine Halbzeit auf. Genau, einfach nur mal zum Testen so ein bisschen. Spiel! Moment! Y! Ja, jetzt sind es Abseits oder was? Wieso? Es war kein Abseits. Nö, du standst bis ganz vorne. Oh. Ach so. Ja, Mann. Scheiße, ich hätte ein Tor schießen können. Jetzt bin ich angry. Du hast schon 3-0. Halbzeit! Ja, und da haben wir schon die Halbzeit. Und der Winner ist VfB Stuttgart! Ja, Spiel ist halt noch nicht rum, aber... Pff. Nee, stimmt. Wurst. Also, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Schnipp, schnapp. Bis gleich. Ja, also, ciao, bis zur nächsten Folge. Bye. FIFA 12.